Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Eras Total Conquest Mod Let's Play von Medieval 2, genau. Wir sind immer noch hier ein bisschen die Truppen auszudünnen in, Jordanien, genau. Und es geht relativ gut, wir machen eigentlich kaum Verluste. Und verdienen sogar ein bisschen Geld. Aber wir wollen so langsam die Stadt wirklich angreifen. Wir haben keine Chance. Jetzt kann ich es noch ein bisschen riskieren. Das habe ich ja gerade gespeichert. So, und ja, ich weiß jetzt nicht, ob er noch genügend Trades bekommt, genau. Aber ist immer schön fertig für die Action. So, immer bereit für die Action, ja. So, also, dann haben wir hier ja noch den Spion, den müssen wir einfach einsetzen, um da die Imams zu finden, die uns einfach eine andere Religion ins Land bringen wollen. Ich weiß eben nicht genau, was das für ägyptische Religion ist mit den blauen, mit den grünen Monden, sorry. Ihr wünscht? Aber das werden wir dann mal sehen. Und hier ist wirklich noch der Dschihad und auch die famose Schlacht von den zwei Reichen wahrscheinlich. Grün und Rosa. So, ja, dann schauen wir noch uns ein bisschen um mit den Diplomatinnen und dann machen wir noch eine neue Runde wieder. Also da haben wir eigentlich alles bewegt. Der Rest weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay, machen wir einfach weiter. Sehen Sie ja da. So, die Stadt wird hoffentlich relativ einfach einzunehmen. Ich wage es natürlich nicht irgendwie auf der Schlachtkarte das zu machen, dann haben wir viel zu viele Verluste. Es ist schon irgendwie, jo, dass die Bogenschützen halt viel zu stark sind und vielleicht auch die Türme, also ich denke immer, die Türme, die habe ich noch nicht so in Action gesehen. Und das kennt man auch als Rome Total War, die haben immer recht reingehauen. Und konnten sogar die Generäle oder so, Familien, Stammbaum töten und so. Sehr schnell. Okay, der serbische König ist tot. Und ja, finanzlich geht es schlechter. Auch wegen den Truppengrößen, die wir jetzt einfach auch wieder haben. Und ja, wir haben ja gesagt, hier ist eine Stadtstufe größer geworden. Machen wir eigentlich direkt den Markt. Hä? Also andere lohnt sich nicht. Außer die Korruption ist hoch. Nee, eher die religiöse Unruhe. Ja, die Unruhe ist groß, aber die Korruption nicht so. Wir haben keinen Tempel, hä? Moschee. Ja, dann machen wir den Markt. So. Bringt ja auch viel, aber ich sehe gerade, es sind keine Wagen unterwegs. Es ist kaum Handel möglich. Es ist der Wille des Sultans. Ich werde keine Spuren hinterlassen, Sultan. Ja, hier auch. Okay, hier kommt niemand. Das ist gut. Also, und dann haben wir nochmals die Assassine. Die geht jetzt mal dort hoch, wo wir gesagt haben, wegen den guten Imams. Aber die können wir wahrscheinlich nicht töten. Ich werde keine Spuren fast nicht mehr diese gute Imams zu töten. Was soll es nur ein Diplomat? Kann er. Ist einfach rechts klicken, ja. So, 93 für den. Wer oder was beleidigt euch, mächtiger Sultan? Ich wag's mal. 93% ist ja 2 weniger, das kann schief gehen, aber das ist die gleiche wie vorher, das Leben. Nicht schief gehen, das ist einfach gleich gemacht. Aber ich möchte gerne die Religion ein bisschen islamisch haben. Also, das wäre einfach das Beste. Jetzt gehen wir nochmals ein bisschen weiter nach oben und dann treffen wir uns wieder mit dem Spion. Okay, Cordoba hat jetzt mit dem eigenen römischen Reich. Ich glaube, die haben jetzt langsam zu große Ländereien, die müssen langsam vom Spiel aus halt wieder Feinde haben, wirklich. Okay, dafür mit Leon Allianz, das ist gut, das untert mich auf. Okay. So, schauen wir nochmals. Okay, es ist ein
Wächter sozusagen, ein Soldat. Wo er immer gerne reingeht. Ah, genau, hier oben, diese Merchant wollte ich ja machen. Und hier sind die Imams. Sehr gut. Bleiben wir also mit dem hier, der muss nicht laufen. Jetzt machen wir noch hier kurz. Jetzt kriegen wir auch neue Stadt, oder? Wie ihr wünscht, Sultan. Haben wir alle Städte gesehen? Du bist hier vorne wichtige, hä? Für hier. Ich schaue mich hier mal um mit dem Diplomaten, weil ich will schauen, ob da Türkei gut steht oder ob es schon wechselt zum Estonischen Reich. Aha! Steht jetzt nicht mehr was. Peremysil. Eine Burg, okay. Ihr wünscht? Sieht cool aus, eine rote Burg. Ich kann dort nicht hin. Nochmals wie eine ihr Burg? Wünscht, Sultan. Okay. Wo? Was ist der Wille so, wir müssen hier hin, ja, wegen der diplomatischen Mission. Bulgarien, ja, müssen wir nichts machen. Und ich möchte noch kurz etwas schauen. Wenn ich hier in der Burg muss man nicht. Nee. In Bagdad wollte ich noch, genau, diese große Korruption. Ich glaube, die brauchen nur Shishas. Mehr brauchen sie. Ah, genau, da haben wir ja noch die Truppen. Du kannst auch nichts bekommen, hä? Hunde, kannst du Hunde bekommen? Das kann ich nicht tun, Sultan. Das kann ich nicht tun. Ja. Weiß jetzt nicht genau, was ich hier so machen soll. Nix sagen. Meine Augen sind die. Ja, und dann müssen wir speichern. Weil das kann sowas von schief gehen. Wie mein Sultan befiehlt. Ich werde ein ehrenhafter Kampf. Okay. Eine neue Stadt, zwar ein paar Verluste, aber. Alhamdulillah! Wir haben gesiegt! Diese Länder gehören. Klar, so viel Geld ist wichtig. So, also über 7000 verdient, glaube ich. Ah, und jetzt können wir einen Hafen machen. Ich würde es direkt machen. Auch wenn hier. Ja, nein, das ist wichtiger. Ja, ja. Unbedingt. Und einen Merchant, genau. So. Und dann holen wir noch den Imam von hier. So, hier rüber. Hier ist ja immer noch schlecht, gell, ja. Gehen wir. Moment kurz. Da ist wichtiger, okay. Nur das so, haben wir irgendwie die Möglichkeit, noch einen Imam zu holen. Ne, kein religiöser. Also, dann sind wir fertig. Ja. Sehr gut. Hey, bin ich froh, dass ich da die Stadt gut einnehmen konnte. Ich war mir im letzten Part noch zu unsicher und wollte lieber noch ein paar Soldaten stützen. Aber wir werden größer und jetzt langsam werden wir vielleicht auch noch vom Kreuzzug oder so betroffen sein. Aber ich denke, wir können uns gut vorbereiten. Also nicht schnell. Kreuzzug ist einfach schneller, aber einfach eventuell sogar fliehen von der Stadt und sie einnehmen lassen oder so. Ja, der geht natürlich da drunter jetzt. Es ist. Ja, der geht zu uns. So, eine Braut wird präsentiert für Al-Ikshaid Ahmad. Militär geht drunter natürlich. Der Chivalry. Genau. Den gleich einsetzen und hier der Diplomat, ich glaube, die machen Frieden jetzt mit uns. Zu Diensten. Ich glaube, wir machen mal 118 und gehen dann irgendwo besser hin. Bringe neuen Handel ins Land, Sultan. Gehen eigentlich hier irgendwo hin, wenn wir. Das bringt's noch nicht, hä? Oh, kroatische Kreuzzug. Wie heißt der? Also die Assassine muss da die Imams töten, hä? Gehen wir mal zuerst hier. Jeder Wind
Ich werde keine Spuren hinterlassen. Ich würde gerne den Imam dort oben töten, aber das geht wahrscheinlich. Gib mir ein Ziel und ich bringe ihm den Tod. Ja, danke, ein Ungläubiger weniger auf Erden. So. Das kennt man, glaube ich, noch nicht. Doch, das ist das Gleiche. Ja, das tut ja nicht viel Schaden. So, oh, schön, das hat uns geholfen. Und dann die Merchants hier. Dazu gehen wir mal am besten hier rechts, links hin. So, da wurde Krieg gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr welche. Ja, das sind die Hochzeitsfeierlichkeiten, das ist das blockierte Ding, das ist der Angriff. Das 13 Agenten-Skill, sehr gut. Und Vergifter. Okay. Genau, mächtiger Sultan. Wie ihr wünscht, Sultan. Okay, ja. Ich dachte schon, dass Aleppo wird wieder, denke ich mal, oströmisch bald sein. Gehen wir mal zuerst hier. Okay, hier ist immer noch Ostrom. Hier raste ich. Gut, dann gehen wir hier runter. Hier raste ich, Sultan. Ja, ich raste auch gerne. Es ist der Wille des Sultans. Wie Karak. Okay. Meine Augen sind die wir müssen uns mit dem Ding treffen, mit dem Assassinen. Ich denke, hier wird jetzt nichts passieren. Also, ich hoffe es hinweg. Wie ihr wünscht. Ich werde keine Spuren hinterlassen, Sultan. Ja, ich auch nicht. Hier gibt es nichts zu sehen, Sultan. Okay, dann können wir uns auch mal noch ein bisschen auffrischen. Ich denke, einen lohnt sich schon noch zu machen. Wenn Bogenschützen doch so stark sind. Aha, und hier haben wir ja noch nicht wenig Steuern gemacht. So, und jo, also bin eigentlich jetzt ziemlich froh. Oh, endlich geht das. Steht gar nichts mehr. Sehr gut. Okay, das war ja eine tolle Runde. Wow. Alles gut für uns, ja? Ja, ich glaube, so langsam müssen wir wirklich den... Wir müssen sie upgraden, sonst rebelliert die Stadt. Zu immer. Diensten. Da müssen wir leider ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wir sollten nicht allzu viel sparen. Wir müssen wirklich vor allem mit dem Handel einfach vorwärts machen. Na, wie ihr wünscht, Sultan. Nochmals eine Burg. Wie viele Burgen wollen die noch? Na, Polen hat dann nur Burgen. Wie ihr wünscht, Sultan. Morisch. Mauern, ich habe viele erstklassige Waren. Was ist der Wille des Sultans? Genau. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Okay. Sehr gut. Mehr brauche ich nicht zu machen. Und wir haben hier nochmals 500 Florins. Sehr gut bekommen. Hey, das ist so gut. Okay. Nächste Runde. Die Symbole dort sagen, dass es einfach langsam an Truppen mangelt und da habe ich irgendwie, dass es also einfach anzeigt, dass etwas halt im Argen liegt. Das rote Symbol mit dem Krieger. Ja, mach doch mal etwas. Aber greifen wir weiterhin euch an. Wir brauchen eure Ländereien, gibt uns. Okay, schon wieder römische, schon wieder nur, also, nein, österreichisch, östliches. Der Sultan von Seljuk ist gestorben, okay. Neue Mission. Quisum. Einen Hafen nach Quisum. So schnell können wir das nicht machen, wir müssen das... Okay, Cordoba mag uns perfekt. Cordoba hat mit Leon Krieg begonnen, okay. Das können wir jetzt in 10 Runden wahrscheinlich noch nicht schaffen, oder? Ah, hier haben wir aber trotzdem fertig.
Provisionen sind manchmal echt knapp. Oh, schön wieder. Ja, Mekka, genau, auch. Das wird teuer. Wir werden sehr viel Geld wieder ausgeben müssen. Und ich denke, ein Imam ist schon wichtig. Zwar nicht hier, den wechseln. Okay, hier auch, aber den tun wir mal nach oben dann. Imams sind doch wirklich sehr wichtig. Ja, das ist gut hier, ja. Senti-Rule plus 5. Es tut halt nur von 4 auf 5 oder von 3 auf 5 hochgehen, aber trotzdem. Und ein Hund für den Kronprinzen, das ist gut. Ein Wachhund. Jo, hier sind es noch 2. Und hier der Hafen ist 4. Dann haben wir also noch 6 Runden Zeit. Die Maristan, genau wieder. Mhm. Was ist jetzt mit der Korruption? Also die ist extremst hoch gewachsen. Aus irgendwelchen Gründen, es könnte hier auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ein Assassine das machen kann oder so, es könnte irgendwie eine Unruhe durch einen Feind, durch einen Ding sein. So einen Agenten, oder? Ja, wir müssen hier. Wir haben mehr Einnahmen, aber wir haben kein Geld mehr. Ja. Genau. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich weitergehen. Wir haben gut ausgebildete Truppen. Lange nicht mehr so gehabt, so gute. Jo, soll ich es wagen, noch weiter anzugreifen? Wenigstens die Stadt hier noch. Ich müsste wenige Truppen hochnehmen. Ich glaube, wir müssen doch ein paar Truppen da wieder weg. Ja, es wird ein bisschen zu teuer sein sonst. Es ist der Wille des Sultans. Ich werde keine. Die machen mir schon ein bisschen Angst. Diese gute. Wie ihr wünscht. Ich muss auch hier wieder ein bisschen meine trainieren. Ne? Sind die euren. Aus den Schatten heraus werde ich alles beobachten. Und hier bleibe ich, indem ich muss ja die töten. Gebt mir ein Ziel, das ist ein Dreier und das ist ein Einer. Okay. Wer oder ja, das ist gut. Die sind schon wichtig jetzt. Also jetzt unterstützen wir die Türken auch im Krieg. Die Ägypter haben ja noch nicht so viel zu tun mit denen, denke ich mal. Ich muss hier bleiben. Und der Spion mache ich einfach mal hier rein. Sieht man zwar nicht mehr so weit im Osten, aber egal. Und die haben ganz viele Priester hier. Sogar einer tut es noch ein bisschen nice nach. Oh, das ist auch schon. Ja, so langsam sind die wirklich übermächtig. Das ist immer so in diesen. Ja, es sind immer die Truppen, die halt katholisch sind oder so, wo mega mäßig stark sind. Da müssen wir aufpassen. Ja, ich denke. Also hier haben wir ja keinen mehr, der ist ja jetzt dort. Ah, der ist irgendwo hier. Wir sollten keine Gefangenen nehmen. Hier. Sadik, nur ist es der, den wir jetzt benutzt haben? Jetzt habe ich ein Durcheinander. Boah, hey. Also der hier ist der von oben, den haben wir hier gehabt und der ist darum. Das ist der Spion. Jetzt bin ich gerade so. Und das ist der da von unten. Okay, den habe ich gesucht. Ja, mit den Rebellen kann man nichts machen. Ich lasse den da, weil ich ja noch den Imam töten müsste. 95%. Also wir lassen ihn, den Imam. Wir müssen die Merchants töten, die machen so viel Geld. Ich bin Diener des Islam.
Jo, und sonst haben wir nichts mehr. Gut. Ich hoffe, dass einfach ein anderes Königreich jetzt gegen die Oströmer auch kämpfen. Ich hoffe, das Heilige Römische Reich gegen die Oströmer. Okay, da hat jemand... Ist das auch der Dschihad? Hä? Der hat auch so eine Flagge gehabt. Hat diesen richtigen in unser Land rein getrieben worden. Die Armen. Ja, es geht langsam lange und die haben mega, mega Handel, habt ihr gesehen? Überall hat es viel Handel. Okay, aber er ist General, ist natürlich nicht so gut. Oder wir haben sie hier, naja, nicht so gut. Was sind denn das immer für... Shiro, was bist du für eine Lusche? Sollen wir den ablehnen? Ist das hier, werden wir ablehnen? Ja, wir lehnen ab. Kommt im nächsten Part dann, also im nächsten, in der nächsten Runde wieder ein Angebot. Von einem besseren. Leon ist ausgerottet worden. Boah. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken von dieser Schnelligkeit. Okay, schnell ist es nicht gewesen, aber. Dass sie so wenig lange überlebt haben, Leon. Medina, nochmals ein. Nochmals eine Stadt. Das ist eine der guten Städte. Hat die einen Hafen? Hm. Ja, müssen wir machen. So, der Imam, der ist sehr wichtig auch für die Stadt. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay. Schweden und England, war das eine gute Taktik. Die haben gerade Krieg da hinten mit den Rebellen. Gut. Wir haben überall gute Beziehungen, das ist schön. Also wir müssen unbedingt... Meine Stimme geht es noch nicht so gut. Ja, eben den Hafen haben, das ist wichtig. Was ist der Wille des Sultans? Ja, ich muss jetzt unbedingt. Zu dienen, Sultan. Na, die haben gewechselt. Wer oder was beleidigt euch? Oh, das war, glaube ich, ein neues. Ja, okay. Kurzvideos sind nicht so wichtig. Wie heißt der Ungläubige? Ja, so langsam. Ich schaue mal kurz auf die Karte, auf die Rangordnung, die da mal hinein. Das Fraction Ranking. Ist das Wes? Ja. Also Wes, ja, die sind langsam in Bedrängnis, ja. Und wo haben wir Oströmisches Reich? Hat eine ganz andere Flagge. Oh, unsere Haupt, also die. Die Stärksten sind einfach mal oben. Und die anderen, ja. Die Deutschen sind auch sehr weit oben. Uiuiui, das wird nicht gerade einfach. Es ist der Wille des Sultans. Habt ihr etwas für den okay, Kaiser? Okay, Imperator. Habt ihr ein Angebot zu machen, mein Freund? Ist Imperial Deutsch, also der Oströmer? Welches ist imperial? Ja, könnte schon sein Oströmer oder die normalen Römer als die Deutschen. Okay. Und der Spion? Meine Augen sind die euren. Hm. Einer der Truppen mal an.
ja. Was? Wir haben den Spion verloren. Mit 95% wegen einem blöden Truppen. Was? Das Spiel ist einfach mega korrupt. Also das ist eben im Rom Total War schon gewesen. Jetzt müssen wir einfach nochmal so ein Spiel machen. Das ist wichtig. So. Eieieiei. Weißt du, also sie können ja es ein bisschen einfacher machen, wenn es nur Spione sind oder so. Sie müssen ja das gar nicht so mega random machen mit 95%. Also das stimmt nicht. Also 95% ist sozusagen schon fast, ja, ziemlich unmöglich, oder? Und dann machen sie so einen Scheiß, dass das wahrscheinlich 5% bedeutet und nicht 95%. Oder wenigstens 40% oder so. Und so eine scheiß Anzeige, hey, das habe ich nie verstanden, wieso sie das machen. Aber gut, eben. Muss halt auch ein bisschen random sein, wahrscheinlich. Ein Merchant einfach bei der Stadt. Ich heiße euch und eure Waren herzlich willkommen. Hier, das ist nicht so gut. Der hat zu Diensten. Mehr. Das hat nur zwei. Bien, mon ami. Ihr habt etwas zum Handeln? Oui, was für eine Art Geschäft wollt ihr? Zu Diensten. Wo sind die guten Merchants, wenn man sie braucht? Zu Diensten. Er wird schon besser, aber... Euer Geld? Ich hoffe, dass der nicht meine Waren. Oui, mon ami. Neue Waren zum Handeln? Ja, schöne neue Waren. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Ja, jetzt wird's langsam schwer von den... Also, der Assassine, den möchte ich gerne noch wirklich gut ausbilden können, der soll nicht sterben. Beim Spion ist es mir egal, ich habe jetzt auch wie gemacht. Habt ihr Saida, mächtiger Sultan. Wie ihr wünscht, Sultan. Das ist mir noch ziemlich egal, aber wenn ich einen guten Spion wünscht, habe, dann. Ich kann dort nicht hin. Dann hey, raste ich, Sultan. Teufel ich das. Das sind Profis, das sind Experten. Die dürfen nicht sterben. Okay, gut. Aber ein neues Safe mal. Frankreich, helft doch uns gegen die Oströmer. Okay, er wirbt den ab. Und er geht auch dort drauf. Wir werden ihn dann abholen, wenn wir genug gut sind mit dem Kaufmann neben dran. Jetzt ziehen wir auch mal durch die Ländereien und tun die ganze Zeit Leute ab. Na, wenn wir mehr Kaufmänner machen können. Überall Kaufmänner geht, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob man eine zu pro Diensten. Land oder so machen kann. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Also Kairo wurde eingenommen, ja. Hier guten Tag, edler Fremder. So, jetzt haben wir wieder plus Finanzen. Gut. Der Markt wurde gebaut. Genau, hier kommt ja der Steinwall jetzt dran. Genau. Die Mauer. Und in Cheddar können wir immer noch nicht. Gern Exchange Merchant. Merchant, zuerst Wege. Oder nein, zuerst ein Merchant, wenn er wirklich. Wenn es dann wirklich einen Merchant extra gibt, ja. Okay. Okay, die Royale Halle ist ja nicht so wichtig. Die ist wichtig, ja? Nein, sind beide nicht wichtig. Noch. Zuerst Markt. Also Cheddar. Das ist ein. Ist die royale Halle für Ding zuständig? Fürs Wachstum. Also fürs Upgraden.
Nee, zuerst den Markt kommen. Die können noch warten mit dem weiter. Ja, die kleinste Stadt. So, also. Also in Rom war es immer ein bisschen wichtig wegen großer Unruhe und so. Ich denke hier nichts. Ich werde keine Spuren hinterlassen. So, die sollten eigentlich mal angegriffen werden hier. Befehle. Wie kann ich dienen, Sultan? Sultan! Sultan! Armee der Ungläubigen! Damit der Handel floriert hier. Lang leben schön, dass man die, die gesehen Islam. Hat. Und Jalla. Diplomatische Information: Irland hat Krieg gegen Schottland. Ja, und Irland hat dabei die Bündnisse gebrochen mit Frank. Na? Also, na. Okay. Ich muss irgendwie die verteidigen. Oh, geil. Oh nein, die Weichen drum. Ich glaube, die Türkei stirbt bald aus. Also wie gewünscht, Sultan. Das Land geht na, kaputt. Wie ihr wünscht, Sultan. Wie ihr wünscht, Sultan. Mist. Na, ich kann einfach nichts machen dagegen. Ich müsste eigentlich, ja, dass ich die Truppen ins Land bringen kann, machen. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Wie sagt man? Wie heißt der Ungläubige? Und ich müsste Krieg anfangen mit denen, vielleicht im Norden, aber das sind zu viele Truppen. Sofort zum Elk. Mega tödlich ist. So haben wir jetzt eine Korallenschlange. Das heißt, ich glaube, die Korallenschlangen sind die, die nicht giftig sind. Und einfach die anderen faken. Wie der Wind. Ich werde keine Spuren hinterlassen, wie der Sultan es wünscht. Ja, ich müsste so langsam irgendwie. Wie der Wind. Ich werde okay, keine noch einen Imam hinterlassen. Den lassen wir, der ist ja ein Ungläubige. Wie der Sultan es wünscht. Müsste irgendwie so langsam. Meine Augen sind die euren. Mal mich wirklich ein bisschen umschauen. Oder hören. Hier halte ich an, Sultan. Ich könnte vielleicht den probieren zu töten. Ich habe viele. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. 83. Wer oder was beleidigt euch, mächtiger Sultan? Soll ich es wagen? Wie heißt? Es ist der Wille des Sultans. Wagen, wer nicht wagt, der. Was ist der Wille des Sultans? Nicht weit. Wie ihr wünscht, Sultan. Oh, ein Fort. Wie ihr wünscht, Sultan. Nam. Irgendwo hier muss eine wie Stadt wünscht, sein. Sultan. Nam. Ja. Los nach. Gehen wir mal hier rüber. Hier muss irgendwo noch eine Stadt wie ihr sein, wünscht, denke ich, Sultan. Hier raste ich. Und ja, die haben sich echt gemacht. Die haben halt auch wieder nur einen. Was ist das? Krip? Krip-Kack. Also schauen wir mal kurz. Jo. Sind besser als wir? Wow. Ja, wir sind noch unten, hä? Also es muss jetzt langsam vorwärts kommen. Also das werden wir schon schaffen. Und wir spielen ja taktisch, aber wir werden das schon schaukeln, auch wenn viele angreifen. Bald haben wir auch bessere Truppen. Und sobald wir eine Stadt haben mit anderen Truppen, also regionalen Truppen und alles mögliche, dann haben wir auch mehr. Bessere Krieger. Ja, das werde ich schon schaukeln. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.